ich setze mich in der nächsten Ecke ab. Ich gehe ein paar Schritte zu Fuß. Zu Fuß? Ja, brauche ein bisschen frische Luft. Ja, das verstehe ich. War ein scheußlicher Tag. Ist hier recht? Ja, danke. Ach, Stefan, bis morgen. Ach ja, bis morgen. Was waren das für Leute? Was wollten die von Ihnen? Was ist? Sind Sie verletzt? Kommen Sie, stehen Sie auf. Kommen Sie. Können Sie stehen? Kommen Sie. Es sind nur ein paar Schritte. Ich wohne gleich hier. Kommen Sie langsam. Kommen Sie. So, komm. So, jetzt setzen Sie erst mal hin. Kommen Sie. Sie sind nicht verletzt, nein? Warten Sie. Was spritzen Sie sich? Hm? Lassen Sie mich gehen. Hören Sie, zuerst beantworten Sie jetzt mal meine Frage. Was waren das für Männer? Was wollte man von Ihnen? Warum wollte man Sie in den Wagen zerren? Hören Sie. Hören Sie. Jetzt hören Sie. Beantworten Sie meine Frage. Bitte. Das ist ja schon gut. Beruhigen Sie sich. Haben Sie Angst? Hören Sie, Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie sind hier absolut sicher. Schauen Sie, ich will Ihnen helfen. Zunächst rufe ich jetzt mal einen Arzt. Kommen Sie, ruhig, ganz ruhig. Ruhig. Jetzt legen Sie sich erst mal hin. Kommen Sie. So. Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Ich gehe nur telefonieren. Geben Sie mir Dr. Schneider, hier ist Derek. Oder wer hat Dienst heute? Ja, ich warte. Hallo Doktor, hier ist Derek, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe hier jemanden in... Das ist ein junges Mädchen, rauschgiftabhängig. Mit Entzugserscheinungen. Ja. Ja, ich... Nein, ich bin in meiner Wohnung und... Ja gut, ich werde warten. Danke.
Scheiße. Wer sind Sie eigentlich? Kommissar Novak. Rauschgift gezündet. Ich bin eine ganze Weile ziemlich hilflos in der Gegend herumgelaufen, um Sie zu suchen. Dann fand ich Sie tot. Im Waschraum einer einschlägig bekannten Kneipe. Ja, was war's denn? Selbstmord? Ja, allem Anschein nach. Ja, wahrscheinlich ist Selbstmord. Ja, und was ist mit dem Wagen und den beiden Männern? Es kann natürlich sein, dass die beiden Karl auf sie gewartet haben, dass sie gewartet haben, bis sie wieder rauskamen. Was ist mit der Identität des Mädchens? Nichts. Hatte nichts bei sich. Absolut nichts. Also das Übliche. Presseaufrufe, Rundfunkdurchsagen, Fotos werden vervielfältigt und die Vermisstenanzeigen werden durchgesehen. Das kann doch nicht sein. Bertolt! Bertolt! Die Zeitung. Guck mal, das Foto, das Bild. Die Tote gefunden worden. Das ist doch Hilo. Hilo? Ja, Hilo, unsere. Ja, aber wie kommt Ihr Bild denn in die Zeitung? Ich muss mal lesen. Eine unbekannte Tote, der Telefonnummer dabei, man soll das Polizeipräsidium anrufen. Und die nächste Polizeidienststelle geht nachher. Bitte mal anrufen. Oder ist die Hilo? Mein Name ist Derek. Heinz Engels. Mein Beileid. Kommen Sie hier jetzt lang. Bitte. Liselotte Schenke, Hilo, sie hat sich selbst mal so genannt, als Kind. Und dabei ist das dann geblieben, bei Hilo. Und Hilo Schenke ist Ihre Nichte, Ihre Cousine? Ja. Ja? Sie hat eine Zeit lang bei uns gewohnt. Bis kurz vor einem Jahr. Ne? Ein Jahr ist das her, nicht, Bertolt? Ja, bis ungefähr vor einem Jahr. Ich kam aus Köln. Wollte hier in München eine Grafikschule besuchen. Ne? In der Paulstraße. Hat sie Angehörige außer Ihnen? Ihre Eltern leben nicht mehr. Sie hat einen Bruder, Rudolf. Rudolf, ja, den müssen wir benachrichtigen. Die Adresse haben Sie? Ja, er hat auch Telefon. Wie spät ist das jetzt? Der arbeitet in einem Büro. Haben Sie die Büronummer? Du, ich weiß sie nicht auswendig. Hilo hat also bei Ihnen gewohnt, ne? Ja, die erste Zeit. Und dann wollte sie sich selbstständig machen. Die wollen doch alle heutzutage so schnell wie möglich eine eigene Wohnung. Sie hat eine eigene Wohnung, oder? Nein. Sie wohnt mit einer Freundin zusammen. In einer Wohngemeinschaft. Eine Mitschülerin von ihr, ne, Bertolt? Ja, sie ist in derselben Klasse. Wo ist diese Wohnung? Hier muss es sein. Ich war mal hier oben, hab sie mal besucht. Gehen Sie mal beiseite. Ja.
Können Sie aufstehen? Kommen Sie. Was ist denn los, bitte? Was ist, Marga? Alles in Ordnung? Wie heißen Sie? Marga Mende. Wie alt sind Sie? Ich bin 19. Tut es mir leid, ich kann Sie nicht lassen. Kommt. Lassen Sie mich los! Was wollen Sie von mir? Sie wohnen hier zusammen mit Hilo Schenke. Ja, zusammen mit Hilo. Mit Hilo Schenke. Sie hat das andere Zimmer. Wissen Sie, wo sie ist? Wo ist sie? Ja, wo sie ist. Ich frage Sie, wo ist sie? Ich weiß es nicht. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Gestern. Gestern Abend. Gestern Abend. Zum letzten Mal. Sie hat die Wohnung verlassen. Sie hat mir nicht gesagt, wohin sie wollte. Ich weiß nicht, wohin sie ging. Wissen Sie, wen sie getroffen hat? Nein, sie ist nicht nach Haus gekommen. Wissen Sie, wo sie ist? Sie ist tot. Sie ist tot, haben Sie nicht gehört? Sie ist tot. Sie liegt in einem Leichenschauhaus. Lass sie, Vater. Lass. Warum sagst du denn nichts? Hä? Warum denn nicht? Was soll ich denn sagen? Wie, was soll ich denn sagen? Das war doch ihre Freundin. Sie hat sich aufgehängt mit einem Tuch in einem Waschraum. Mit einem... Ja, mit einem Tuch. Ihren Hals hätten Sie sehen müssen. Hör auf, Vater. Ja, das steht da, sag kein Wort. So, jetzt gehen Sie mal raus mit Ihrem Vater. Sag kein Wort. Ist das bitte. Normal? Ist das denn heutzutage normal, dass man sich einfach aufhängt, als junger Mensch? Einfach aufhängt! Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich habe Ihre Freundin gestern Abend kennengelernt. Ich sah zufällig, wie zwei Männer sie in ein Auto zerren wollten. Ich kam zur Hilfe, aber die Männer fuhren davon und ließen Hilo zurück. Ich nahm sie mit in meine Wohnung und rief einen Arzt an. Denn ich sah, dass sie unter schweren Entzugserscheinungen litt. Aber noch während ich telefonierte, lief sie davon. Ich fand sie dann im Waschraum eines Lokals ganz in der Nähe. Aufgehängt am Fensterkreuz. Na und? Sie hat sich das Leben genommen. Das Leben hat sie sich genommen. Na und? Wenn Sie hysterisch werden, versohle ich Ihnen den Hintern. So. Ich will jetzt von Ihnen wissen, wer diese beiden Männer gewesen sind, die Hilo in ein Auto zerren wollten. Was fragen Sie das mich? Ich weiß es nicht. Wer könnte es denn gewesen sein? Sie kennen doch sicher die Leute, mit denen sie umgegangen ist. Es werden auch Leute sein, die Sie kennen. Also, helfen Sie uns und nennen Sie ein paar Namen. Ich kenne niemanden. Niemanden. Sie kennt niemanden. Natürlich kennt sie niemanden. Zwei Fixerinnen, die unter einem Dach wohnen. Da plaudert doch niemand. Und die wusste, dass Hilo tot war. Ja, wir haben ja da sicher nichts Neues gesagt. Nochmal, Stefan. Die hat doch vorher gedrückt. Ich weiß. Ja, könnte es nicht sein, dass man ihr das Zeugs gegeben hat, um sie zu präparieren? Damit sie genau das tut, was man von ihr verlangt. Ja. Ich glaube auch, dass man sie auf bestimmte Fragen vorbereitet hat. Ja, dann ist sie sehr wichtig für uns. Ja. Ja, das ist sie.
Ich mache mir selbst die größten Vorwürfe. Ich hätte sie nicht gehen lassen sollen. Sie hatte hier ja alles. Eigenes Bett. Und hier. Diese schöne Zimmer. Sie hat ihre eigenen Schlüssel. Sie haben sie doch nicht wie die Gefangene gehalten. Das ganz bestimmt nicht. Sie wollte unbedingt weg. Lass mich gehen, Onkel Heinz, sagt sie. Du musst das verstehen. Ja, habe ich auch verstanden. Weil ich gedacht habe, weil ich davon überzeugt war, sie ist ein anständiges Mädchen. Und dass sie das auch bleiben wird. Gut, Onkel Heinz. Mach dir doch keine Vorwürfe. Und was das Grauenhafte ist. Ich bin seitdem wie gelähmt. Rauschgift. Ich wiederhole, Onkel Heinz. Ich mach dir keine Vorwürfe. Ja, aber ich hätte dir sagen müssen, dass sie ausgezogen ist. Ja. Das hättest du mir allerdings sagen müssen. Also, das war ihr Zimmer. Ja. Bis ungefähr vor einem Jahr. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort! Nichts, nichts verstehe ich! Rauschgift, habt ihr das nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen, wie es mit ihr steht? Ich habe sie tatsächlich nicht mehr oft gesehen. Es war ein Fehler, das sehe ich jetzt ein. Entschuldige. Wissen Sie, ich habe Todesanzeigen an die Wand gehängt. Zeitungsausschnitte über Rauschgift-Tote. Die wurden abgerissen. Tote schreckt sie nicht. Wenn Tod nicht schreckt, was dann? Wir wollten nach Margamende fragen. Margamende? Das ist doch eine Schülerin von Ihnen. Die kommt doch gar nicht mehr. So? Sie ist aber da. Entschuldigung, einen Moment bitte, Kollege. Hier sind Herren von der Kriminalpolizei. Sie haben vielleicht gehört, dass eine Mitschülerin, Thilo Schenke, vor ein paar Tagen Selbstmord verübt hat. Unter Umständen, die noch nicht ganz geklärt sind. Thilo Schenke war rauschgiftabhängig. Ihr Tod, ihr Selbstmord hat unmittelbar mit dieser Abhängigkeit zu tun. Kann irgendjemand von Ihnen etwas dazu sagen? Etwa darüber, von wem sie das Rauschgift bekommen hat? Mit wem sie Verbindung hatte, wer ihre Bekannten, ihre Freunde waren? Sehen Sie, Ihr Umgang interessiert uns. Das, was irgendjemand von Ihnen vielleicht dazu sagen könnte, wird selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Verstehen Sie mich? Absolut vertraulich. Es entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. Es ist sehr wichtig für mich, dass Sie davon überzeugt sind. Das ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Stehen Sie mal auf. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Bitte? Sie wundern sich vielleicht, warum ich die Fragen nicht Ihnen stelle. Ich will Ihnen sagen, warum, weil Sie sie nicht beantworten werden. Und wenn Sie es tun, dann werden Sie lügen. Sie haben heute schon gedrückt, nicht wahr? Ich nehme an, es ist jetzt nicht mehr besonders schwierig für Sie, an Heroin anzukommen. Das ist der Gegenwert dafür, dass Sie schweigen. So, und jetzt
Passen Sie sehr gut auf, dass Sie keinen höheren Preis zahlen müssen. Rauschgiftabhängig. Hilo. Das habe ich nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich doch sofort gekommen. Ich hätte mich sofort um Sie gekümmert. Ich wusste noch nicht mal, dass sie umgezogen war. Setzen Sie sich doch mal. Sehr, danke. Den Namen Ihrer Freundin haben Sie nie gehört. Marga Mende. Nein, ist mir völlig unbekannt. Ja, was sagt die denn? Die muss doch wissen, was passiert ist. Hat die Ihnen denn nichts sagen können? Das ist nicht so einfach. Sie ist selber abhängig. Was? Ja, ja. Wo wohnen Sie jetzt eigentlich? Bei meinem Onkel. Warum denn? Ihre Schwester hat bei Marga Mende gewohnt, ist doch ein Zimmerfall. Warum ziehen Sie nicht da ein? Ja, ich wollte meine Schwester beerdigen und dann zurück. Aber, ja, wenn es da Unklarheiten gibt, also Sie meinen, ich könnte von dieser, wie heißt die? Marga Mende. Ich könnte von dieser Marga Mende irgendetwas erfahren. Wie lange willst du denn bleiben? Kommt ganz drauf an. Die Polizei verspricht sich was davon? Du, nicht nur die Polizei. Ich auch. Ja, ich hoffe, ich werde feststellen, wie sie gelebt hat. Das weiß ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen ist. Das möchte ich wissen. Wer sie dazu gebracht hat. Und vor allem, auf welche Weise. Verstehe. Ich meine, eines ist selbstverständlich, dass ich dir helfe. Wenn du Hilfe brauchst, du kannst auf mich zählen. Hallo, das ist Hilos Bruder Rudolf. Können wir reinkommen? Guten Tag. 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 Na komm doch. Das Zimmer von Hilo. Er möchte da wohnen ein paar Tage lang. Und das kann er doch wohl, oder? Ja, natürlich. Ja, leider kann ich dir beim Auspacken nicht mehr helfen. Ist doch nicht nötig. Danke. Ja, danke, dass du mich hergebracht hast. War doch selbstverständlich. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, wenn du mich brauchst, ja, ist schon gut, danke. Sag mal, ihr habt doch meine Telefonnummer, oder? Ja. Also, dann ruf mich an, ja? Ja. Tschüss. 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 Thank you.
Darf ich? Hatte sie also eine Freundin, von der ich gar nichts wusste, von der sie mir auch nichts erzählt hat oder geschrieben hat. Sie hat mir ein paar Briefe geschrieben, aber nie erwähnt, dass sie eine Freundin hat. Sie sind doch ihre Freundin. Sie wehren sich nicht gegen das Wort. Auch wäre schön, wenn Sie auch mal was sagen würden. Waren Sie ihre Freundin? Nur so eine einfache Frage werden Sie doch wohl beantworten können. Waren Sie es nicht? Teddy. Nach viertägigen Beratungen sind heute der Bundesdelegiertentag und die Landesvertretung. Blutjung. Und nicht. Nicht primitiv. Man sieht ihm Gesicht an, dass. Ja, seine Menge in ihr vorgeht. Glücklich ist sie nicht. Eher. Erschrocken. Ja? Das glaube ich auch. Oder verstört. Vielleicht ist der Ausdruck besser. Ja, der könnte besser sein. Ja, aber sie ist reizend. Ein richtig hübsches Mädchen. Aufregend. Na, ist mein Eindruck. Irgendwie hat man ja so einen ersten Eindruck. Wie hat sie denn reagiert, als sie hörte, dass Sie da wohnen wollen? Ja, wie? Irgendwie misstrauisch. Sie ist vorsichtig. Ja, sie hat reagiert wie jemand, der sich gegen etwas wehrt. Hatten Sie den Eindruck, dass sie unter Drogen stand? Ja, wie sieht man das denn? Ich habe keine Ahnung. Sie mir nicht sagen, warum Sie weinen. Gehen Sie weg, gehen Sie weg, gehen Sie weg, weg, raus, 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 raus. Sie wollen, können wir zusammen frühstücken. Frühstück? Ja, ich habe genommen, was ich hier so gefunden habe. Viel war ja nicht da. Ich gehe nachher mal einkaufen, ne? Hätten Sie gern Eier gehabt? Eier? Ja. Sagen Sie mir nur, was Sie wollen. Ich besorg's. Danke. Ich nehme morgens nur Kaffee. Ach, Sie essen nichts. Ganz selten. Aber man muss doch morgens was essen. Thank you.
Dabei sehe ich Ihnen zu. Ich habe morgens einen Mordshunger. Sie haben wohl schon was genommen. Weil Sie ein ganz anderes Gesicht haben auf einmal. Sie frühstücken wohl auf Ihre Weise. Meine Schwester auch? Hat die auch auf diese Weise gefrühstückt? Gefrühstückt, was man nicht im Laden kriegt. Morgens schon. Was regen Sie sich denn auf? Ich habe Ihnen doch schon. Schon vor dem Frühstück. Sie nehmen es gegen das Bein. Der anonyme Anruf von der Mitschülerin. Was wissen über Hilo, über die Hintergründe, wie Sie sagten? Sie haben die Nummer, Ihre Telefonnummer an die Tafel geschrieben. Vielleicht nutzt es Ihnen was, wenn ich Ihnen sage, wer die Nummer ausgewischt hat. Sie waren kaum raus, da hat nämlich einer die Nummer ausgewischt. Das war Kurt Weber. Kurt Weber? Hier habe ich alles über unseren Kurt Weber. Bitte. Dieser Weber, wissen Sie, ist ein aggressiver Schüler. Wir haben so schulinterne Kriterien, nach denen wir unsere Schüler beurteilen. Das reicht von Schafen bis zu Wölfen. Und dieser Kurt Weber? Ein Wolf. So etwas wie ein Leitwolf, um bei dem Vergleich zu bleiben. Ist ja alles da. Name, Adresse. So eine Art Lebenslauf. Eigentlich alles ganz normal. Unterrichtsschluss. Ja. Können Sie diesen Weber zurückhalten? Selbstverständlich. Sie sind Kurt Weber. Ja. Sie sind ein guter Schüler. Aber Sie erscheinen so wenig. Machen Sie noch was nebenbei? Es kommt darauf an, was Sie darunter verstehen. Ich meine, diese Scheißschule hier ist doch nicht die Hauptsache in meinem Leben. Oder muss sie das sein? Wir müssen nicht. Doch, doch. Sie gehören doch zu den Leuten, die gerne Musterschüler haben. Das würde Sie ganz wahnsinnig für mich einnehmen. Ich hätte doch bei Ihnen sofort sowas wie ein Stein im Brett. Meinen Sie? Ja. Sie wollen, dass alles normal ist. Wenn's nur recht schön normal ist. Aber alles, was nicht normal ist, da haben Sie keinen Nerv für. Also jetzt hören Sie mal. Er hat ja recht, Harry. Habe ich das? Ja, ja. Wir sind dazu da, Störungen zu registrieren und sie zu untersuchen. Wo störe ich? Womit störe ich? Wollen wir mal sehen? Sie kennen Hilo Schenke. Aha. Das hier war Ihr Platz, als Sie noch kamen. Bis vor 2 Monaten, dann kam sie ja nicht mehr. Ja, 2 Monate? Kann schon sein. Wenn sie nicht mehr kam, wo war sie denn? Was fragen Sie mich? Haben Sie gewusst, dass sie drogenabhängig war? Ach, wissen Sie, sowas interessiert mich nicht. Und Sie selber? Haben Sie selber schon mal Rauschgift genommen? Bin ich dämlich? Ja, sonst noch was? Dann kann ich doch wohl. Na, was sagst du? Weiß nicht so recht. Keine Angst, nicht nervös, ganz schön selbstbewusst. Was ist denn dieser Weber hier bei Ihnen, so eine Art Anführer? Ja, das ist er wohl. Aber das gibt's überall, in jeder Klasse gibt's das, dass einer den Anführer macht. Weber ist eine starke Persönlichkeit. Nee, das ist er nicht.
Sie haben doch neulich gesagt, dass eine Reihe von Schülerinnen gar nicht mehr gekommen sei. Ohne Angabe von Gründen? Ja. Ich habe eine Bitte an Sie, Herr Direktor. Stellen Sie uns doch mal eine Liste zusammen von all diesen Mädchen, die irgendwann nicht mehr gekommen sind. Und wenn es geht, mit Adressen und Telefonnummern. Ja, natürlich. Ach, was machst du denn hier? Ich wollte mal nach dir sehen, wie es dir geht. Ach so, ja. Marga sagte mir, du seist weggegangen. Sie arbeitet. Sag mal, wie gefällt dir das? Das soll ein Bild über Liebe werden. Das Herz eines einsamen Menschen. Also ich finde sowas großartig. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich keinen Nerv für sowas habe. Ja, ja. Wo warst du eigentlich? Ich habe mich mit der Polizei getroffen. Was suchen die eigentlich? Wie geht es euch? Wir wollten Sie mal besuchen. Ist doch Ihr Haus, ne? Ja. Können wir mit reinkommen? Wozu? Was wollen Sie von mir? Ja, alle Fragen haben Sie noch nicht beantwortet. Und was haben Sie noch für Fragen? Na gut. Hey, kommen Sie da rein. Ich hab nichts. Investiert. Geld, Geld, viel Geld. Ihr Geschmack? Oder hatten Sie einen Innenarchitekten? Nein. Den hatte ich nicht. Und das ist alles mein Geschmack. Was, tatsächlich? Ja. Ja, ja. Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Woher haben Sie so viel Geld für diese Einrichtung, für das Haus und so? Ihre Eltern wohnen doch in einer Sozialwohnung. Ihre Verwandten sind doch ganz einfache Leute, Handwerker, Angestellte, die Leute, die nicht gerade im Geld schwimmen. Ne? Und Sie haben das Haus bar bezahlt? Nicht mit dem Scheck, nicht mit der Bank. Sie kamen hier mit Bargeld an. In einer Aktentasche. Tja, wir haben uns erkundigt. So, und jetzt noch mal die Frage, die Sie beantworten müssen. Woher haben Sie so viel Geld? Ich mache Geschäfte. Ich erhalte Provisionen für Verbindungen, die ich zwischen Geschäftspartnern herstelle. Von welcher Art diese Geschäfte sind es? Darüber kann ich nicht reden. Haben wir gedacht, ja. Tut mir leid. Ja, ich sehe, dass ich bei Ihnen jetzt die Fantasie regt. Ja, das kann ich auch nicht verhindern. Und wenn Sie mir jetzt mit dem Finanzamt kommen, Steuern kann ich nachzahlen. Das ist kein Problem. Kein Problem, ne? Oder sehen Sie noch eins? Es geht uns gar nicht um die Steuern, sondern um diese Geschäfte. Ich wiederhole, dass ich darüber nicht reden kann. Aber Sie haben ja eine sehr große Freude damit gemacht, dass Ihnen das hier alles gefällt. Innenarchitekt. Nein, den hatte ich nicht. Den hatte ich nicht nötig. Ich habe Ihnen mein Haus wirklich mit sehr großem Vergnügen gezeigt. Thank you.
Wo ist es? 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 Weg! Es ist weg. Ich habe alles weggeschmissen. Die Spritze ist im Abfall, das andere im Klo. Sie sollen das nicht mehr nehmen. Warum nehmen Sie denn das? Macht Sie doch kaputt. Sie sollen es nicht mehr nehmen. Ich mein's doch nur gut. Ich kann doch nicht zusehen. Ist doch unmöglich, dass ich dazusehe. Warum tun Sie das? So. Durst. Soll ich was holen? Tee? Soll ich den Tee machen? Wasser. Ich hole dir ein Glas Wasser. Du. Du, sag's mir doch. Wie kann ich dir denn helfen? Du, sag's mir doch. Ja, halt es aus. Halt es aus, du. Halt es aus. Was? Gib es. Nein, nein. Nein, ich hab's weggeschmissen. Nein, ich habe es weggeworfen. Nein. Du bekommst es nicht. Du bekommst es nicht. Frau Wohmann, Sie haben doch eine Tochter, die Roswitha. Wo ist Ihre Tochter, Frau Wohmann? Wir müssen mit ihr sprechen. Das ist doch Ihre Tochter, die Grafikschülerin. Ja. Aber sie geht nicht mehr in die Schule, nicht wahr? Nein. Ja, wo ist sie denn jetzt? Wir müssten mit ihr sprechen. Soviel ich weiß, so viel ich erfahren habe, steht sie beim Autofriedhof. Sie geht auf den Strich. Das ist sie. Aha, das sind ja zwei. Dann wird's aber teuer. Kriminalpolizei. Ja,
Ich bin einfach nicht mehr hingegangen in die Schule. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte halt nicht mehr. Wann haben Sie angefangen, Drogen zu nehmen? Wann und wo? Haben Sie es in der Schule bekommen? Wie ich es bekommen habe? Wie ich es bekommen habe? Sie sollen mich loslassen! Los! Was nützt es denn, wenn ich es Ihnen sage? Sie ist doch tot! Sie ist doch längst tot! Wer ist längst tot? Von wem sprechen Sie? Bleiben Sie ruhig liegen. Von wem haben Sie den Stoff bekommen? Es spielt doch keine Rolle. Ich sag doch, sie ist tot. Tot. Ischurat war es. Ischurat. Steht auf der Liste. Sie sagte, probier's doch mal. Es ist ganz harmlos. Ganz harmlos. Ganz harmlos. Nein, ich habe Angst davor. Aber ich sag dir doch, dass es harmlos ist. Aber ich fühle mich doch auch so wohl. Ich schwöre dir, es ist etwas anderes. Etwas, was man einfach noch nicht erlebt hat. Beschreiben, wie man sich fühlt. Es sei einfach so etwas wie eine ganz andere Übereinstimmung mit dem Leben. Es fällt einem leichter, es zu akzeptieren. Es waren keine Amphetamine. Da war reines Edelstein. Reines Age. Und mit voller Absicht war reines Age. Es ist, als ob einem im Gehirn irgendwas explodiert. Keine Schwere mehr. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und von da an waren Sie abhängig? Ja. Sie hat Ihnen also das Age gegeben, ohne dass Sie das vorher wussten? Sie hat einen Turkey, verstehen Sie? Sie hat einen Affen. Ich hab's noch nicht gesehen, weil ich's noch nicht sehen konnte. Man hat ihr Age versprochen. Wenn sie einen neuen Kunden bringt? Ja, das kann man sagen. Und sie hat ja auch einen neuen Kunden gebracht. Was meinen Sie, was ich in diesem einen Jahr an Geld angeschafft habe, um an dieses Zeug zu kommen? Die Schuchert hat doch im Auftrag gehandelt. In wessen Auftrag? War es Weber. Kurt Weber. Der einzige Freund. Mein Gott. Weber. Kurt Weber. Stefan, für mich ist das klar. Weber ist dieser Verteiler. Hat sich seinen Kundenstamm aufgebaut und schön ausgebaut nach diesem teuflischen System, wo einer vom anderen abhängig ist. Das Schlimme ist nur, dass so ein Weber nicht begreift, was er da eigentlich anrichtet. Mit diesem Mistzeugs! Und die anderen zahlen noch dafür. 7.000. 7.000 haben wir allein davon hier in München. Was können wir dagegen machen? Gar nichts. Im Grunde gar nichts. Gut, wir können sie einsperren. Aber was bringt das schon? Mein Gott, ist das eine Scheiße! Lass mich! Lass mich! Lass mich!
Von mir willst du Geld haben? Ich soll dir Geld geben dafür? Bitte, 50, 50! Geld für diesen Wahnsinn, für deinen Schwanz! Bitte! Bitte! Nein. 50! 50! Nein! Für mich bist. Du bist eine. Du bist eine für 50 Mark, du. Rudolf Schenke. Ja, er ist jetzt los. Marga. Marga ist weggegangen, sie besorgt sich was. Na gut, aber wo sind Sie jetzt? Dann warten Sie da. Wir kommen sofort. Sehen Sie sie da? Ja. Da hinten läuft sie. Aber dann verlieren wir sie doch aus den Augen. Kommen Sie, steigen Sie ein. Natürlich eine Einbahnstraße. Wissen Sie denn, wo sie hingeht? Zu einem Mitschüler. Und der handelt mit Heroin? Ja, der handelt mit Rauschgift. Bleiben Sie ganz ruhig, wir warten noch 2 Minuten. Sag mal, du bist wohl bescheuert, hierher zu kommen, oder was? Du willst uns wohl in die Falle hauen! Meine Herren, du... Wer ist da? Polizei. Machen Sie die Tür auf. Die Beweise, nicht? Sie liegen auf dem Tisch. Kaufmann, ein Geschäftsmann mit der besonderen Ware. Sie handeln mit Krankheit und Tod. Aber wer mit Krankheit und Tod handelt, ist kein Geschäftsmann. Der ist ein Mörder, um keinen Deut besser.
Ein Händler, nicht? Der sich seine eigene Kundschaft geschaffen hat, auf die gemeinste und dreckigste Weise, die denkbar ist. Zwei Tote, die auf ihr Konto gehen, von denen wir wissen, vielleicht sind es mehr oder es werden noch mehr. Und darunter Hilo Schenke. Es war ihr Wagen, aus dem sie flüchtete. Und in den sie wieder hineinzerren wollten mit aller Gewalt. So, da ist er. Der zweite. Hab doch keine Angst. Maga! Maga, ich helf dir. Ich helf dir. Ich schwöre dir, dass ich dir helfe. Ruf den Notarzt ein.